Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 205. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke für deine Erlösung, die so außergewöhnlich, so einzigartig ist. Es gibt nichts anderes auf der Welt, das so ist wie deine Erlösung, so wie du. Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort sohn sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu, der jetzt für uns eintritt. Amen. Wir sind in 5. Mose Kapitel 4. Gott erinnert das Volk Israel daran, was sie außergewöhnliches mit Gott erlebt haben und wie er sie auf eine Art und Weise rettet hat, wie es so noch nie zuvor passiert ist. In Vers 36 lesen wir, er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen und auf Erden hat er dir sein großes Feuer gezeigt. Und du hast seine Worte mitten aus dem Feuer gehört. Das war am Berg Sinai. Und Gott hat das ähm, getan, um seinem Volk etwas beizubringen, um sie zu unterweisen. Gott spricht zu uns, damit wir etwas lernen über ihn und über die Verbindung von Himmel und Erde. Und weil er deine Väter liebte. Und ihren Samen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt. In der Erlösung zeigt sich die Kraft Gottes. Paulus sagt, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist. Ihr könnt den Vers finden in Römer Kapitel 1. Um größere und stärkere Völker, als du es bist, vor dir her zu vertreiben und um dich herzubringen und dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es heute der Fall ist. Gott besiegt Probleme, in unserem Leben, die größer sind als wir selbst. So sollst du nun heute erkennen und es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unten auf Erden und keiner sonst. Gott wünscht sich, dass wir es erkennen und dass wir es uns zu Herzen nehmen. Dass wir es verstehen, aber dass wir auch darüber nachdenken. Dass wir es... In unser Herz aufnehmen, unserem Herzen bewegen. Dass wir nicht nur theologische Wahrheiten äh, begreifen, sondern sie auf unserem Herzen tragen und Gott lieben. Von ganzem Herzen. Darum halte seine Gebote und seine, gehalte, darum halte seine Satzung und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht. Und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott gibt, für alle Zeiten. Gott wollte sie reich segnen, wenn wir Gott gehorsam sind, weil wir verstanden haben, wer er ist und was er unglaubliches für uns tut. Dann geht es uns gut. Damals sonderte Mose drei Städte aus, auf der anderen Seite des Jordan gegen Sonnenaufgang, damit der Totschläger dorthin fliehen könne, der seine nächsten unabsichtlich getötet hat ohne ihn zuvor gehasst zu haben, dass er in einen dieser Städte fliehen und am Leben bleibe. Wir haben ja schon am Ende von 4. Mose von dieser Idee der Zufluchtstädte gelesen, nämlich Bezer in der Steppe im Land der Ebene für die Rubeniter, Ramoth in Gilead für die Gaditer und Golan in Baschan für die Manassiter. Und dies ist das Gesetz das Mose den Kindern Israels vorlegte. Das sind die Zeugnisse, die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die Mose den Kindern Israels verkündigte, als sie aus Ägypten zogen. Auf der anderen Seite des Jordan, im Tal, bet Peor gegenüber, im Land Sihons, des Königs Amoriter, der in Hesbon wohnte, den Mose und die Ägypter Israels schlugen, als sie aus Ägypten zogen. Und dessen Land sie in Besitz nahmen, samt dem Land Ox, des Königs von Baschan, der ba beiden Könige der Amoriter die jenseits des Jordan waren, gegen Sonnenaufgang von Aroer. An das am Ufer des Arnon-Flusses liegt, bis an den Berg Sion, das ist der Hermann. Und die ganze Ebene jenseits des Jordan, gegen Osten, bis an das Meer der Araber, unterhalb der Abhänge des Pisgah Mose, stand hier mit dem Volk Israel direkt an der Grenze zum gelobten Land. Und noch einmal wiederholte er jetzt die Gebote Gottes, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, um dem Volk deutlich zu machen, was die Grundlage der Regierung Gottes ist, was die Grundlage ihres Lebens sein sollte. Auch wir, die wir kurz vor der Wiederkunft Jesu leben, die wir an der Grenze zum himmlischen Kanan stehen, sollten uns immer wieder daran erinnern, was Gott uns in seinem Wort gezeigt hat, die Gebote Gottes, sein Gesetz, Denken, weil das die Grundlage unseres Erfolges ist, die Grundlage unseres Lebens sein sollte. Mose hat hier die zehn Gebote noch einmal wiederholt und ausgelegt. Wir müssen verstehen, was Gott mit seinem Gesetz wirklich uns sagen möchte, damit wir das gelobte Land, damit wir den Himmel erreichen können. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, Höre, Israel, die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede, lernt und bewahrt sie, um sie zu tun. Gott wünscht sich, dass wir hinhören, wenn er gesprochen hat, dass wir hören und lernen und auch die Worte Gottes bewahren. Damit wir sie auch umsetzen. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Gott hat sich mit, dem, mit seinem Volk verbunden. Nicht mit unseren Vätern hat er diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Die meisten von denen, die dort in der Arawa standen, waren noch gar nicht am Leben gewesen, als Gott am Sinai, am Horeb gesprochen hatte. Die allermeisten, bis auf zwei von denen, oder in dem Fall drei, Mose war ja auch noch am Leben, die am Horeb die Worte Gottes gehört hatten, die allermeisten waren tot. Gottes Wort gilt für diejenigen, die es annehmen, nicht für die, die es äh, nur buchstäblich gehört hatten. Viele hatten es buchstäblich gehört, hatten es nicht angenommen. Aber die, die das Wort annehmen, auch wenn sie es nicht buchstäblich physisch gehört haben, für die gilt das Wort Gottes. Lieber Freund, liebe Freundin, dieses Wort, auch wenn du nicht leibhaftig dabei gewesen bist, als es einem Propheten gegeben worden ist, gilt für dich, wenn du es annimmst. Von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berg mit euch geredet, mitten aus dem Feuer. Er wollte ein Freund des Volkes sein. Er wollte, dass er und das Volk Freundschaft schließen, lieber Freund, liebe Freundin. Gott möchte Freundschaft schließen mit dir einen Bund mit dir machen. Ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch die Worte des Herrn zu verkündigen, denn ihr habt euch vor dem Feuer gefürchtet und seid nicht auf den Berg gegangen. Und er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, weil Gott unser Erretter ist, weil er unser Erlöser ist, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, uns von der Sünde befreit hat. Deswegen sollen wir seine Gebote halten, deswegen werden wir sie halten, wenn wir die Erlösung wirklich verstanden haben. Und wir werden keine anderen Götter neben ihm haben. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern ist, tiefer als die Erdoberfläche, Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der bei Gnade erweist an vielen Tausend, die mich lieben und meine Gebote halten. Lasst uns Gott lieben von ganzem Herzen, seine Gnade in Anspruch nehmen und seine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen. Der seinen Namen missbraucht. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns an deine Gebote erinnerst. Lass uns immer wieder und immer wieder über die zehn Gebote nachdenken, weil es genau das ist, was du uns gezeigt hast, mit dem wir uns mit dir verbinden können. Dein Wesen, dein Charakter. Gib, dass wir auf dem Weg ins himmlische Kanon uns immer wieder daran erinnern, wie du bist und was du uns in den zehn Geboten gesagt hast, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.